Ich kann nur bestätigen, dass es heute früh, kurz vor 6 Uhr auf der Autobahn Garmisch-München, einen leichten Verkehrsunfall gab. Ein Neurotter kam mit seinem Fahrzeug da ins Schleudern, berührte die Leitplanke. Es entstand leichter Sachschaden an der Leitplanke und auch am Fahrzeug. Verletzt wurde niemand bei dem Unfall. Und er hat sich jetzt aus Vorsorgegründen ärztliche Behandlung begeben, aber da sagen wir nichts Näheres dazu. Und es ist ganz normal, dass die Polizei jetzt hier, die Kollegen hier, weil wir den Unfall aufnehmen. Und das tun wir gerade. Wir nehmen den Unfall jetzt auf und natürlich schauen wir, prüfen die Zeiten, wann war der Unfall, wann wurden wir verständigt. Das wird alles geprüft, aber das wird jetzt unaufgeregt, von uns jedenfalls unaufgeregt momentan alles gemacht. Es ist immer so, dass man natürlich, wenn man einen Unfall hat, zeitnah entsprechend die Polizei verständigt. Wir klären das jetzt entsprechend. Wir wurden ja auch verständigt und jetzt prüfen wir, wann war die Unfallzeit, wann wurden wir verständigt. Es ist ganz normal, dass wir den Unfall jetzt mehr aufnehmen. Es gibt also keinen Bericht, dass Schnee irgendwas gewesen wäre. Natürlich ist um diese Zeit, wir reden vor 6 Uhr, immer die Gefahr von Blitzeis auf diesen Bereichen. Das schauen wir uns entsprechend an.